Was geht, Leute? Obito hier mit einem weiteren Video für euch. Ja, heute haben wir dann mal die Free-to-Play-Teams für die TM. Das andere Video ging ja gestern schon live. Kümmern wir uns mal um die Free-to-Play-Teams. Free-to-Play, um von vornherein mal zu sagen, ich habe beim letzten Mal schon gesagt, wie immer wird die Liste der Units I don't have immer länger. Es wird auch immer schwieriger, überhaupt noch irgendwelche Teams zusammenzubauen. Das war jetzt schon wieder an der Grenze der Unmöglichkeit, bei der Intrusion Full Free-to-Play irgendwas zu bauen. Gut, wenn man mal ganz ehrlich ist, werden Full Free-to-Play-Teams, wo man wirklich gar nichts hat, ja auch wirklich nur von Leuten benutzt, die wahrscheinlich in East Blue rumrennen oder so. Da ist es dann auch egal, was man für Teams baut, aber ich muss das halt so irgendwie bauen, weil wenn ich sage Free-to-Play-Teams, dann müssen die auch komplett Free-to-Play tatsächlich sein. Ihr seht das hier unten, ihr braucht Nuff Level 35, um mit dem Boost, den ich hier habe, alle Rewards von 10 Millionen mitzunehmen. Nuff Level 53, nicht 35. Und ja, wir fangen jetzt einfach mal mit dem ersten Team an. Und ja, Team 1 ist halt wieder relativ straightforward. Es ist wie immer, alle kriegen Special Charge. Das ist wieder der Gegner, der selbst auf Level 100 keine HP hat, nur 8 Millionen. Also da könnt ihr dann wieder mit dieser Full Straw Hat Crew reingehen, die ja alle Free-to-Play sind. Dann habt ihr hier einen ATK-Boost, einen Orb-Boost, einen Color-Affinity-Boost. Und Robin und Usopp machen die ganzen Divas weg, easy peasy. Das ist immer der leichteste Fight bei den Free-to-Play-Teams für die TM. Perospero, auch ein Int-Gegner. Gibt euch Block Orbs, gibt euch Slotbind. Hier seid ihr fast verpflichtet, den neuen Arena Hawkins zu spielen. Also denkt an den auf jeden Fall noch zu farmen. Er ist die einzige Free-to-Play-Unit im Game, die überhaupt Slotbind wegmachen kann. Und ihr kriegt ja halt auch noch Slot Barrier ab. Also ihr müsst den im Endeffekt haben. Also farmt euch den zusammen. Block Orb selber macht diese TM Nami weg. End of Turn Damage ist der Hawkins für da. Und das war es im Endeffekt dann auch schon. Wir haben hier einen ATK-Boost von Vivi. Wir haben hier einen Orb-Boost von Lucci und wir haben einen Color-Affinity-Boost von Pedro. Und damit sollte der Damage erstmal eine ganze Weile reichen. Ein weiteres der Problemteams war definitiv Hawkins hier. Einfach nur, weil er halt so ein richtig komische Captain-Farb-Kombo hat mit ganz komischen Debuffs. Wobei er sich auch gedacht hat, wir packen keine Free-to-Play-Charaktere auf die Boosterliste, die das wirklich vernünftig wegmachen können. Ich habe das jetzt einfach so gelöst. Ich hatte Garb erst in meinem Boss-Team, ging aber nicht. Ich brauche Garb unbedingt hierfür, sonst wäre das wieder nicht lösbar gewesen. Ihr kriegt hier Block-Orbs ab. Block-Orbs macht hier Ace weg oder CP0, wie auch immer ihr möchtet. Das macht keinen Unterschied. Special Bind wird entfernt vom Blackbeard hier. Der macht den Special Bind weg. Und Damage Reduction macht CP0 weg. So. Und im Endeffekt ist es dann hier so, ihr habt einen Captain, der boostet Fighter und Free Spirit Charaktere. Das heißt, der Ace ist geboostet. CP0 ist nicht geboostet tatsächlich. Blackbeard ist geboostet, weil er Fighter ist. Und Brook ist geboostet, weil er Free Spirit ist. Brook ist hier nur im Team, weil er Quick ist. Und der Endboss halt im Endeffekt Strength sein kann. Es gibt halt hier keine anderen Möglichkeiten. Es gibt keine vernünftigen Charaktere, die einen Farbvorteil haben, die Free-to-Play sind. Das heißt, es muss man so spielen. Ich weiß nicht, ob das die Teams hier wirklich bis Nuff Level 53 reichen. Kann ich nicht garantieren. Aber ich sage euch natürlich wie immer, bei diesen kompletten Full-Free-to-Play-Teams ersetzt die Units, die hier Free-to-Play sind, wenn ihr bessere Units habt. Ersetzt sie einfach, weil jeder hat ja irgendwelche Pay-to-Win-Units, auch wenn er Free-to-Play ist. Also wenn ihr irgendwas Besseres habt, rein damit. Ja, wie gesagt, ihr habt hier einen ATK-Boost von Garb, der euch auch noch ein Full-Board of Matching Orbs geben würde danach. Ihr habt einen Death-Down-Conditional-Boost von Blackbeard. Ihr habt einen Orb-Boost noch von Ace. Und ja, das war's dann im Endeffekt. Das muss eigentlich eine Weile reichen. Wie gesagt, wenn der Endboss halt Int ist, habt ihr den Schaden von den beiden Garbs. Wenn der Endboss Strength ist, habt ihr den Schaden von Brook. Und die anderen machen ja trotzdem auch immer ein bisschen Damage. So, beim nächsten Boss, bei Olin, kriegen wir hier Tandem und Battle Matching Orbs ab. Das ist im Endeffekt tatsächlich exakt dasselbe Team, was ich halt auch bei meinen Pay-to-Win-Teams benutze. Das heißt, es sollte eigentlich super funktionieren. Ihr zündet hier im Endeffekt erst Kaido, dann kriegt ihr ein Full Board of Strength Orbs, ihr zündet Kanjuro, dann zündet ihr Enel und dann zündet ihr noch Orochi. Wie gesagt, der Kit ist hier wie beim letzten Mal auch schon nur als Point Booster drin, weil er Strength ist. Alle sind driven, alle sind geboostet. Ihr habt den ATK-Boost, einen Orb-Boost, einen Death-Down Conditional. Und ihr umspielt alle Debuffs, Attack-Down macht Enel weg, den Death-Up macht Kanjuro weg und so weiter. Also das Team sollte super duper funktionieren. Also Team 1 und Team 4 sind auf jeden Fall die einfachsten Teams hier.
Team 2 sollte auch easy sein. 3 ist ein bisschen tricky. Da müsst ihr gucken, wenn ihr da irgendwas Besseres vielleicht habt, eine bessere Quick Unit oder einen besseren Captain oder irgendwas, dass ihr das da dann ein bisschen verbessert. Jetzt kommen wir zu den richtigen Problemteams. Das war natürlich Boss und Intrusion. Ja, das ist Free-to-Play nicht anders zu lösen, meiner Meinung nach, als wenn man die Legends als Friend Captain spielt. Also beim letzten Mal habe ich das, glaube ich, auch schon gemacht. Es ist unmöglich, das hier mit dem TM-Booster zu machen. Ihr habt einfach nicht genug Schaden, wenn ihr den TM-Booster als Friend Captain spielt in einem Full-Free-to-Play-Team. Das funktioniert nicht. Gut, wir gehen die Debuffs jetzt auch nochmal durch. Wie gesagt, ich habe das ja bei dem Pay-to-Win-Video auch schon gemacht, aber wenn ihr das nicht angeguckt habt, möchte ich das natürlich hier nochmal genau sagen, sonst wäre es natürlich Quatsch. Ihr kriegt hier Despair ab, für den Despair ist hier Sasaki drin, der macht den Despair weg auf der Stage. Ihr kriegt hier Poison und Poison Orbs ab, darum kümmert sich Frankie. Frankie macht das alles weg, der Friend Captain, und gibt euch einen ATK und Orb Boost. Und für den End-of-Turn-Damage hier habt ihr hier Perospero dabei. Geboostet sind hier Dex, Quick und Psy-Charaktere, das heißt, die sind im Endeffekt alle ready. Sie ist zwar nicht geboostet, die Reiju, aber sie kriegt 7 Turns Special Charge von ihren 12 und das könnt ihr ausstallen. Die ist ready bis zum Boss. Ja, im Endeffekt ist es dann so, ihr solltet Frankie oder Frankie Crew oder was auch immer, ich glaube, das ist eine Frankie Chopper Unit, immer auf Psy das Special benutzen hier auf der Mini-Boss-Stage, weil der Endboss halt entweder Quick oder Int ist. Und ihr seht das hier in dem Team, es sind zwar ein paar Dex-Units drin, 2 Stück, falls er Quick ist, aber es ist keine andere Psy-Unit drin, ging einfach nicht. Das bedeutet, zündet Frankie immer auf Psy. Dann kommt ihr auf die Boss-Stage und auf der Boss-Stage bekommt ihr 8 Turns Attack-Down ab. Die werden aber einfach weggemacht, weil ihr Frankie halt als Captain spielt, logischerweise. Das heißt, ihr bekommt keine Attack-Down ab. Ihr bekommt Paralyse ab, darum kümmert sich Chopper. Und ihr bekommt Threshold beim Gegner ab, darum kümmert sich Reju. Der Grund, warum ich hier Sasaki als Captain spiele und nicht Luffy Ace, trotz des höheren Boosts, ist eigentlich ganz simpel. Reju macht einen Conditional Boost mit Poison und der kommt aber nur, wenn ich einen Quick oder Int Captain habe, und deswegen muss Sasaki der Captain sein. Sie change Block Orbs und Matching Orbs und gibt halt, wie gesagt, einen Poison Conditional für 3 Turns. Ja, das heißt, ihr kriegt da schon mal einen Conditional Boost. Zusätzlich dazu zündet ihr hier Luffy Ace. Luffy Ace gibt eurer kompletten Crew einen ATK Boost und einen Color Affinity Boost für Free Spirit und Shooter. Eure Captains sind beide Free Spirit, das heißt, ihr kriegt da auf jeden Fall schon mal den Boost. Das heißt, ihr habt hier einen Color Affinity Boost, ihr habt hier einen ATK Boost, ihr habt hier einen Death Down Conditional Boost und ihr habt hier noch den Chain Lock von Perospero nicht zu vergessen. Der gibt euch nämlich einen Chain Lock für 3 Turns. Ja, das ist es dann im Endeffekt auch schon. Das ist auch wieder, der Damage wird halt nicht ewig reichen, aber das ist halt bei Free-to-Play-Teams, die so komplett Free-to-Play sind, leider immer so, da kann man nichts gegen tun. Das ist halt wirklich die Basic vom Basic, um ein paar Rewards mitzunehmen. Und ich hoffe, dafür reicht das dann für euch auch. Ist nämlich immer ganz schön kompliziert, diese Teams zu bauen. Und wir gehen mal zur Intrusion. Intrusion war wirklich das, wo ich kurz davor war, einfach aufzugeben und zu sagen, komm, wenn ihr Free-to-Play seid, skippt Intrusion, spielt nur die normalen Bosse und macht einfach Intrusion nicht, weil das ist einfach nicht lösbar. Dann habe ich doch noch eine Option gefunden, die sich lösbar ansieht, und ja, ich hoffe, das funktioniert dann auch so. Gut, wir fangen mal an. Also, Intrusion immer das gleiche. Erste Stage, der Gegner verschwindet und gibt euch Special Charge und ihr steht sofort auf Stage 2. Das heißt, es gibt hier keine Möglichkeit zu stallen. Allerdings kriegt der Kanjuro, den ich hier im Team habe, der ist auf einem 12-Turn-CD, aber der kriegt 10 Turns Special Charge von seinem Boost. Also der ist ein 1,4er Boost, der kriegt damit 10 Turns Special Charge und ist damit dann auf der Boss-Stage ready. Nicht auf der Boss-Stage, sondern auf der Mini-Boss-Stage ready, weil ihr werdet gleich sehen, wie ich das meine. Der geht dann auf einen Turn runter und ihr müsst hier tatsächlich einen Turn stallen, das heißt, ihr könnt ihn hier benutzen. Ihr kriegt das Bear ab auf der Mini-Boss-Stage, da benutzt ihr einfach Sasaki, wie in dem anderen Team im Endeffekt auch schon. Hier habe ich jetzt anders gelöst, hier sind tatsächlich Luffy Ace Captain, einfach für den höheren Captain Boost. Es sind ein 4x Captain Booster für Free Spirit und Shooter. Ihr werdet sehen, in dem Team machen sowieso nur 2-3 Units wirklich Schaden und das sind halt die Free Spirit Charaktere. Der Rest hier macht alles keinen Schaden, was aber auch nicht schlimm ist.
weil wir hier eh für die Boss-Stage eine Chain aufbauen müssen und dann ist es völlig irrelevant, dass die ersten Charaktere keinen Damage machen. Denkt dann nur daran, dass ihr am besten als Schiff irgendwie Marigold benutzt, damit ihr halt auf jeden Fall keinen Miss reinhaut, weil wenn ihr mit dem Team misst, habt ihr ein Riesenproblem. Wenn eure Chain abbricht, ist der Run vorbei. Ja. Also nochmal, Despair, Sasaki. Gibt euch dann auch ein bisschen Damage Reduction, damit ihr nicht so viel Schaden bekommt. Aber ich würde euch sowieso empfehlen, hier einfach nur so viel HP mitzunehmen, auch durch Schiff, dass ihr halt so gerade eben eine Runde stallen könnt. Denn wir stallen hier auf der Miniboss-Stage eine Runde, weil wir 5 Turns Death-Up beim Gegner haben, aber wir können nur 4 Turns entfernen. Die einzige Free-to-Play-Unit, die es wegmacht, ist Kanjuro. Und er macht halt nur 4 Turns weg. Das heißt, es bleibt einem nichts anderes übrig, als eine Runde zu stallen. Muss man sowieso, weil er ja nicht ready ist. Und dann auf der zweiten Stage, nachdem ihr einen Hit getankt habt, benutzt ihr dann halt Kanjuro. Ihr benutzt das Special von Sasaki. Damit sind die ganzen Debuffs entfernt. Zusätzlich dazu kriegt ihr auf der Boss-Stage Special Reverse ab. So, und Schaden. Dagegen könnt ihr auch nichts machen, Free-to-Play. Völlig unmöglich. Deswegen habe ich hier mir ausgedacht, CP0 reinzupacken, der ist auch geboostet, Spandam, und den zündet ihr auf der Mini-Boss-Stage in dem Turn, wo ihr killen wollt. Das bedeutet, sein Special macht ihn für 2 Turns zum Captain. Und wenn er Captain ist, für 2 Turns, ist er das auch noch auf der Boss-Stage, wenn die Preemptives zünden. So. Und seine Captain-Ability, wenn er Captain in der Mitte vom Fight geworden ist, ist, dass er alle Special Cooldowns und 2 Turns restored. Das bedeutet im Endeffekt, auf der Boss-Stage ist Spandam noch Captain, ihr kriegt den Special Reverse ab, den ignoriert ihr aber, weil euer Captain das ignoriert, und dann wird sofort wieder Luffy Ace Captain. Das heißt, so umgeht ihr diesen Special Reverse. Genau, das ist es dann im Endeffekt. Ihr müsst auch noch auf der Mini-Boss-Stage Doflamingo zünden, weil er euch einen ATK-Boost gibt und die einzige Unit ist, die euch ein bisschen Damage-Boost auf der Mini-Boss-Stage gibt. Es sollte aber sowieso jetzt nicht das riesige Problem sein, da zu killen, einfach weil ihr halt einen 5x und einen 4x Captain spielt bei der Treasure-Map. Das sollte eigentlich eine ganze Weile reichen, um zu killen, aber ja, ihr zündet Doflamingo und denkt dran, ihr müsst dann 2 Goods hitten, weil nur wenn ihr 2 Goods hittet, Minimum, kriegt ihr diesen ATK-Boost auch auf der nächsten Stage. Denn ihr könnt auf der Boss-Stage kein ATK- oder Orb-Boost benutzen, weil ihr dann interrupted werdet. Das heißt, ihr müsst die Boosts, die ATK und Orb sind, mitnehmen. Orb-Boost gibt's nicht, ATK-Boost schon mit Doflamingo. Also denkt dann, 2 Goods zu hitten. Nochmal in der Zusammenfassung, Specials auf Stage 2, ihr stallt Einzug. Danach benutzt ihr Sasaki, dann benutzt ihr Kanjuro, dann benutzt ihr Doflamingo, dann benutzt ihr CP0. Und dann killt ihr und dann kommt ihr auf der Boss-Stage an. Auf der Boss-Stage kriegt ihr dann 30.000 Schaden, die euch töten werden. Definitiv, und ihr wollt auch sterben. Denn Brook als Captain-Ability verhindert, dass ihr sterbt einmal pro Adventure. Das bedeutet, ihr würdet sterben, ihr landet aber auf 1 HP, weil sie euch nicht töten kann im Endeffekt. Und dann geht's hier los. Alle Specials sind ready, wie ich schon gesagt habe, wegen CP0. Danach könnt ihr Brook benutzen, weil Brook logischerweise auch ready ist. Er reduziert den Cooldown von Free Spirit Specials auch nochmal. Braucht ihr dann nicht mehr, aber macht er trotzdem. Gibt Free Spirit Charakteren einen Base Attack Boost und Chain Boost, Chain Multiplier Boost. Und changed alle Orbs in Matching Orbs, was halt ganz cool ist. Weil ihr halt da im Endeffekt unter 30% HP seid. Ihr seid halt auf 1 HP, weil ihr gerade im Endeffekt gestorben wärt. Ihr kriegt auch noch einen 95% Damage Reduce für einen Zug. Das bedeutet, ihr könnt theoretisch Ulti sogar in 2 Zügen töten, weil sie nach Turn 1 nichts mehr macht. Allerdings, ich weiß nicht, wie lange das dann funktioniert, aber wenn es jetzt hier nicht noch irgendwelche Zusatzinformationen gibt, sollte sie wirklich nichts mehr machen. Das heißt, ihr habt dann 2 Turns sogar, um sie zu töten. Wie gesagt, ihr nehmt halt den ATK-Boost von Doflamingo mit, weil er gibt euch einen zweifachen ATK-Boost im nächsten Zug, wenn ihr diese 2 Goods gehittet habt. Ihr habt dann hier ein Color Affinity Boost im Endeffekt noch von Luffy Ace, denn ihr könnt Luffy Ace hier einfach zünden, denn ihr habt ja schon einen ATK Boost, das heißt, dieser Interrupt vom Intrusion Boss wird nicht getriggert durch das Luffy Ace Special. Die geben euch einfach einen Color Affinity Boost, ihr habt den ATK Boost von Luffy, ihr habt den Chain Boost von Brook und ihr habt den Base Attack Boost von Brook. Das sollte schon für ein paar Nuff Level reichen und so besiegt ihr halt im Endeffekt, ja, diesen Mini-Boss. Und hier nochmal zum Nachlesen,
restores special cooldowns by 2 turns when they are rewinded. Das stated nicht, dass das irgendwie nur Crew ist oder irgendwas, sondern von allen Units in eurem Team. Und so sollte das funktionieren. Gut, ja, also wirklich Intrusion, super kompliziert, aber das war halt der Weg, wie ich es gefunden habe, wie es funktionieren könnte. Ich hoffe, es funktioniert auch so. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Video ein bisschen was anfangen und wenn es euch gefallen hat und wenn ihr damit was anfangen konntet, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und ich wünsche euch jetzt noch ein fantastisches Wochenende. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.